Sie merken, die Stimmung ist gut. Herzlich willkommen zu Hause. Hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Frau von Sinn hat es schön gemacht. Sie hat sich extra einen Overall anfertigen lassen. 300 Mal Genial daneben. Nee. Heute ist Jubiläum. Ist das nicht schön? Meine Freunde von Face haben mir einen Overall geklöppelt. Ja. 300 Mal genial und kaum daneben. Ja. Und für Sie extra, die kreativen Jungs, einen Spruch. Nur für Sie, Herr Balder. 300 Mal im TV gekommen und das in dem Alter. Schöner Overall. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Ja, für Overall. Sie. Und dann dieses Feuerwerk. Sehr, sehr schön. Ja. Der gute Laune. Es ist ein feierlicher Tag und auch ich habe mich entsprechend gekleidet. Ich habe eine Motivkrawatte angezogen, die, ich denke, ein Stück auch widerspiegelt, was wir hier täglich erleben. Wir haben einen alten, einen alten grauhaarigen Affen, kann man hier sehen. Einen jungen Löwen und ein Bass. Ohne Mähne. Ohne Mähne. Ja, und ein Warzenschwein. Ja, prima. Freue mich sehr besonders heute auf, oder ganz besonders heute auf unser Rateteam, würde ich mal sagen. Ist ja, wir raten ja nicht, wir wissen ja, auf unser Wissensteam. Barbara, Guido und Bastian, jahrelange Haudegen. Und als wir damals, das war kurz vorm Krieg, diese Sendung ins Leben gerufen haben, hätten wir nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Das war schön damals. Das heißt, wir feiern heute tatsächlich die 300. Wir feiern heute die 300. Sendung. Und meine Damen und Herren, es sind noch viele Fragen bei Ihnen zu Hause. Ich sage Ihnen nachher die Adresse. Aber ich möchte auch heute diese Sendung einfach beginnen. Habt ihr was dagegen? Gerne. Gut, dann fangen wir an. Und zwar auf meiner ersten Karte steht Simone Jansen. Klingelt es da irgendwie bei einem? Noch nicht. Hätte sein können. Kann ja sein. Simone Jansen. Hat die schon mal eine Frage eingeschickt? Nee. Ist ja egal. Also. Steht die bei mir vor ich der Tür? Ich tippe mal, Simone Jansen ist hier. Nein. Simone Jansen ist sicher. Simone Jansen hat uns geschrieben. Und in dem Brief, den Simone Jansen uns geschrieben hat, fällt zum Beispiel der Name Myra Bujocek. Klingelt es da irgendwo? Nein. Myra Bujocek, klingelt es nirgendwo? Das klingelt. Klingelt es bei Ihnen, Herr Hoeker? Das habe ich schon mal gehört. Herr Pastewka, klingelt es bei Ihnen vielleicht auch? Nein, aber ich habe noch nie etwas gewusst. Doch. Kleinkunst AG, Schulzeit. Ja, Basti, du warst auf der Schule, du weißt es nur nicht. Okay, ist eine Weile her, wir schreiben das Jahr 1992. Februar 92, Bastian Pastewka und Bernhard Hoeker, ihr wart damals beide auf der Geburtstagsparty von Myra in Bonn. Nein. Sie wurde 18, ich weiß sogar, was ihr ihr geschenkt habt. Das beide zusammen, eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine zum Reindrücken. Und da waren irgendwie so Cola-Bonbons drin. Ja. Ach, wie süß. Ich bin aber nicht wegen der Kaffeemaschine dahin, soweit ich mich. Kann das sein, dass die Sendung verdammt lang her heißt, die du hier... Ja, verdammt lang her. Aber wie das so ist, wurden auf dieser Party auch Fotos geschossen. Nein. Das ist nicht klar. Und Simone Jansen, die uns geschrieben hat, war sehr nett. Und hat ein Foto geschickt. Bastian kann sich beruhigt zurücklehnen. Ja, da hatte Bernhard noch Haare. Kinder. Kommt jetzt das mit der Mähne, ja? Nein, ja, dieses, hör auf. Dieses Foto, nein. Meine Damen und Herren, nein. Ist der Beweis. Nein. Dass Bernhard Hoeker, obwohl Sie es mir nicht glauben werden, Haare hat. Herzlichen Dank an Simone und an Myra, die war ja ausschlaggebend für das Foto. Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte gerne. Wie viel Uhr war es da? Es ist auf der Uhr zu sehen. Müsste es eigentlich auf der Uhr sehen können. Ja, ja so und hab jetzt haben wir uns so gedacht, Menschenskind, wir haben die 300. Sendung und ich würde vorschlagen, dass wir zur Feier des Tages einfach mal, Herr Hoeker, aus Ihnen wieder den Womanizer von damals machen. Ich darf die Ingrid mal bitten. Das dauert jetzt einen Moment, aber wir können ja mal schauen. Ich halte das Foto mal hin und dann vergleichen wir mal. Ich frage mich im Moment, wo geht diese Sendung hin? Muss ich gleich 20 Kilo abnehmen? Ja.
Ja, aber in 3 Minuten. Ich möchte aber auch die Drogen haben, damit die Augen nicht mehr. Ey, ich hatte mit 22 war ich in der Pubertät. Kann man am Pickel unten links erkennen. Wow! Das ist super, Alter. Sexy! Wahnsinn! Mensch, das ist Hansi Hinterseher. Was soll man sagen? Ich hatte an den frühen Elton John gedacht. Ja? Ingrid, hält das denn? Ja, das ist geil. Sehr geil, ja. Ja, geht. Okay. Kann man schön auflassen. Schön auflassen. Gut, und Nein, leider nicht. Hat die auch eine Frage gesteckt, oder? Nee, die Frage kommt gleich. Ich habe erst noch mal was anderes, Frau von Sinn. Sie kriegen natürlich auch was zur 300. Sendung. Ich darf die Serpel mal mit der Krone bitten. Oh. Oh. Frau von Sinnen bekommt ein Krönchen auf. Oh. Und ich möchte gerne, dass Sie es aufsetzen. Also Ingrid, würdest du es mir bitte so aufsetzen, dass ich es nicht entstelle? Die genial daneben Queen. Oh, ist das lieb. Guck mal. Oh, guck ist mal. Das lieb. So. Dankeschön. Oh. Vielen Dank. Oh. Jetzt geht's los. So. Aber das ist die Haarfarbe. Ich habe jetzt diese halblange, mittelgescheitelte, blonde Perücke von 1989 bekommen. Ja, ich hatte Angst, dass du wieder im Badeanzug vorbeikommst. Wie bei Nase vorn, als ich Berti Vogts besiegt habe. Natürlich. So, falls Sie jetzt zufällig erst einschalten, er ist es wirklich. Das ist Bernhard Thoriker. So sah er aus vor 300 Jahren. Und wir fangen jetzt an. Erste Frage kommt von Patrick Kuhn aus Möglingen. Das liegt in Baden-Württemberg. Und Patrick Kuhn möchte wissen, was ist die sogenannte Daumenruhe? Daumen? Daumen, nicht Daunen. Daumenruhe. Daumenruhe. In einem Wort geschrieben. Das wird was Orthopädisches sein, einfach wenn du das Kahnbein gebrochen hattest. Das Kahnbein. Das Kahnbein. Ein Kahn, das ist der vorbei unten scheint, Dreiecke über das Erbsenbein, viereckig groß, viereckig klein, der Kopf, der muss am Haken sein. So kann man sich die Knochen der Handinnenfläche messen. Ach du je, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, ja. Hallo, liegt das jetzt an der Perücke, dass die ganzen Erinnerungen auf... Wahrscheinlich. Was kommt denn bei mir gleich? Also ich glaube, die Daumenruhe. Der Kahnbein ist ja ein relativ dünner Knochen hier an der Handwurzel. Ja. Und da muss man sehr lange den Daumen ruhig halten, damit das wieder 50 zusammenwächst. Und das ist so eine Art Schiene, so ein Plastikteil, was man so rüberziehen kann und mit einem Klettverschluss zumachen kann. Mhm. Und das nennt dann der Orthopäde Daumenruhe, weil man damit den Daumen einfach ruhig stellen kann. Ich würde es anders formulieren. Dann damit ist es noch falsch, weniger stimmt. Besser. Ja, ja, danke. Das kennen wir ja schon. Das ist beim Hubschrauberfliegen, wo ja das Austarieren sozusagen dieser Geräte ganz fein mit dem Daumen gesteuert wird. Und die Daumenruhe ist eben, wenn man zum Beispiel gerade den Sinkflug oder Steigflug oder wie auch immer ganz, ganz straight durchführen möchte, dann muss man den Daumen ganz ruhig halten. Das ist dann ja. Die Daumen. Es gibt noch eine zweite Erklärung. Es ist die Möglichkeit, dass einem die Hand einfach einschläft und der Daumen sich in einer Ruhestellung befindet. Mir wird es sehr oft, wenn ich irgendwie einfach nur so sitze, ist die Hand dann irgendwie so... kennst du das, wenn du so wie Kermit früher... kennst du das wie Kermit früher, wenn Kermit gesagt hat, wir haben tolle Gäste, Applaus, Applaus, Applaus. Das ist die Daumenruhe. Sind wir vielleicht im Römischen Reich bei Nero oder überhaupt bei diesen ganzen Kaisern? Du siehst so aus heute, ja. Nein, in der Arena, die mussten ja immer Daumen hoch, Daumen runter, wenn die Gladiatoren sich dann erstechen oder erschlagen sollten. Und die Daumenruhe hieß, die durften mal so eine Stunde am Stück miteinander spielen. Also Daumenruhe wäre praktisch unentschieden. Ja, genau. Also so wie Tiebreak. Der 1. Ja. FC Köln Fußball, wenn der Trainer des 1. FC Köln auf die Tribüne verbannt wird, weil er wieder Scheiße geredet hat, dann ist auf der Bank Daumenruhe, weil er nicht mehr dabei ist. Es war Daumen. Ach, Daumen. Denk noch ein bisschen nach. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Es geht immer noch um die Frage, was ist die sogenannte Daumenruhe? Sehr schön. Bastian sagte gerade, das mit Fremdwörtern ist immer schwer. Ja, ist auch so. Und ich überlege mir jetzt, ist Daumen oder Ruhe aus dem Latein? Ja, was ich insgesamt das Zusammengesetzte ist, ja dann wahrscheinlich der. Ich glaube, die Daumenruhe ist einfach die Zeit zwischen zwei SMSen. Ja. Das finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ja. Ganz schlechte Idee. Aber das ist gar nicht schlecht. Es gibt, glaube ich, bei Sekretärinnen so vor 50 bis 100 Jahren oder sowas, die Schreibmaschine war auch immer klar, die müssen wegen Sehnscheinentzündung sich ein bisschen ausruhen zwischendurch. Und es gab, glaube ich, so ein Daumenbänkchen. Ja, so ein Daumenruhekissen oder sonst irgendwas. Das ein Daumenruhekissen. Ja.
oder so eine Schiene aus Stoff oder sowas, wo man den Daumen so ein bisschen drin halten konnte, damit er nicht so aussieht. Also. Das stimmt. Suchen Sie gerade das Foto, dass es stimmt? Weil sonst nein. Gut, dann sage ich Evolution. Gut. Denn bei den Menschen oder Affen haben sich doch auch... Ich darf aber kurz den Gedanken noch weiter fortführen. Also Daumenruhe, ist es also eine Phase in der Evolution, wo vielleicht also die Daumen sich erst bei den Humanoiden so nach außen gespreizt haben, dass sie dann besser greifen konnten, während die Affen immer noch mehr so dieses geradeaus haben. Wer hat sich jetzt bei wem warum gespreizt? Die Humanoiden. Ja, aber Daumenruhe ist die Phase, bevor bei den Humanoiden die Daumen sich nach so entwickelt haben, damit die Dufte pflücken konnten. Das sagen Sie. Ja. Ich sage was anderes. Wir auch. Ich sage nein. Wir übrigens auch. Nein, Literatur und Fahrzeugverkehr, bitte. Das ist, wenn Leute gerne per Anhalter unterwegs sind, ja, und du an irgendeiner total behinderten Bundesstraße stehst, wo wirklich gar keine Sau vorbeifährt und du die ganze Zeit nicht winken brauchst, weil gar kein Auto da ist, sagen die, stell dich nicht an die B412 in der Nähe von Dresden, da ist Daumenruhe. Ich bin in Literatur beim Struffelpeter, beim Daumenlutscher. Bei wem? Beim Daumenlutscher, die Mama geht halt raus, schwuppt den Daumen in die Mund, da geht die Türe auf und herein mit schnellem Lauf kommt der Schneider mit der Schere und schneidet ab, als die Daumen ab, als ob Papier es wäre. Und da war Ruhe. So, jetzt... Ja, aber das war gut. Das war sehr gut. Also, das war der Grund, warum ich damals so ausgesehen habe. Das ist doch sehr gut. Also, es hat was mit Kinderentwicklung zu tun. Sind wir beim Klavierspiel? Bei wem? Beim Klavierspiel? Nein, ich sag's euch. Es ist irgendeine Ruhe. Es geht um Unruhe. Ja, natürlich, Daumenruhe. Bei einer Uhr. Bei wem? Bei einer Uhr oder so. Bei einer Uhr der Daumen. Da gibt es eine Unruhe. Natürlich. Und vielleicht ist der Daumen ein bestimmter Nippel, der die Unruhe ruhig stellt. Das erregt ihn nur unnötig. Ich sag's. Ja. Also, wo hab ich's denn? Hier hab ich's. Das ist wieder ein Foto von irgendwem von uns. Nein. Oh mein. Wenn man trinken will. Ja, zum Beispiel hier. Betätigt man mit dem Daumen diesen Drücker, dann geht der Deckel auf. Zack. Und weil der Daumen während des Trinkens auf dem Drücker ruht, nennt man diesen Drücker auf diesem Bierkrug Daumenruhe. Ist das nicht schön, Patrick Kuhn aus Mögling, 500 Euro. Das war super. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir nach Bayern, jetzt gehen wir nach Wallgau, dort wohnt... Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Wenn ich die Haare trage, bin ich dann schwarz-weiß zu sehen? Ja, natürlich. Sie sind übrigens immer schwarz-weiß zu sehen. So, wir gehen nach Wallgau, das liegt in Bayern, dort wohnt Wolfgang Behling und der hat eine sehr interessante Frage. Er möchte nämlich wissen, was ist das sogenannte Meierloch? Mit EY? Ist völlig egal. Nee, das kann nicht egal sein. Also, das Meierloch? EY, AY, Meierloch! Ist völlig egal. Weil es geht nämlich um Dr. Eduard Meyer. Genau. Es beschreibt eine lochgroße Öffnung im hinteren Bauchbereich. Und zwar dort, wo die Verlängerung der Nabelschnur durch den Bauchraum geht, die dann mit der Aorta versorgt ist, die dann später verkümmert, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Und das, was übrig bleibt, das nennt man... Es ist falsch. Wie war jetzt der Anfang? Eduard Meyer. Und das bringt mich zu Schuhen, weil der macht nämlich eigentlich Schuhe. Der macht Schuhe? Und der macht Schuhe, wo Löcher drin sind. Sogenannte Budapester Schuhe. Damit man und reinkommt. Dieser Herr Meyer hat sich sein spezielles Loch, das sogenannte Budapester Meyer-Loch, patentieren lassen. Ich spreche aber nicht vom Budapester Meyer-Loch. Deswegen möchte ich ja sagen, Herr Meyer war ein berühmter Profi-Golfer, der als erster ein Hole-in-One geschafft hat. Das war damals an Loch 3 in Fort Lauderdale. Und da der als erster Mensch vom Abschlag direkt getroffen hat, wurde gesagt, Mensch, das gibt der Meyer, Mensch, Meyer. Und dann wurde dieses dritte Loch Fort Lauderdale zum Meyer-Loch. Und deswegen sagt man auf Golfplätzen, wenn einer ein Hole-in-One schlägt, das ist das Meierloch. Weißt du, was mich so betroffen macht? Die Tatsache, dass wir jetzt in den künftigen 10 Minuten alle Löcher durchgehen, die uns einfallen und versuchen, mit Herrn Meyer in Verbindung zu bringen. So, jetzt passt mal auf hier. So, der Meyer war doch früher mal so ein Dorfvorsitzender. Nee, das war ein Milch... Nein, das war ein Händler. Oder eine Amme. Jetzt wisst ihr auch, was ich auf dem Bild getrunken habe. Ja.
So, vielleicht war der Dorfmeier, gibt es das Meierloch, das Loch, wo nur der Dorfmeier auf Klo gehen konnte? Oder halt, wo der halt gesessen hat, wo man sagt, das Meierloch. Also der Abort oder ein Raum oder also das Klo. Ja. Ja, sagen Sie es doch. Kann ich nicht. Nicht mit der Frisur. Nicht mit der Frisur, da war ich noch, da wusste ich noch nicht. Ja. Also irritiert das total, dass Sie mir nicht sagen, wie das geschrieben wird. Ja, weil Meier ein Eigenname ist und dadurch ist es egal. Warum? Aber das ist doch spannend, dass es total wurscht ist. Okay. Also kann es kein Eigenname sein, wenn es wurscht ist? Es geht darum, dass wir eine Assoziation zu einem Herrn Meier haben. Es gibt die Meiersche Rollkur, das ist so eine gesunde Sache, die man in der Apotheke kaufen kann. Dann isst man, ist so. Hast du doch schon gemacht, Apotheke, oder? Solltest du mal hingehen, speziell. So, es ist so, man kann sich dann, man legt sich dann und dann kriegt man so eine Schleimgeschichte, dann muss man sich so ein bisschen wenden und damit macht man die Magenwände sauber. Das macht man nicht von innen. Ich frag nochmal. Und das Meiersche Loch ist dann wahrscheinlich das, was unten. Keine Ahnung. Das heißt ja, ich rede nicht vom Meierschen Loch. Nee, eben Meierloch. Pass auf, jetzt habe ich deswegen eine Frage. Wenn es völlig egal ist, ob es mit AI, wenn es zum Beispiel mit EI geschrieben würde, würde ich bei Eiern weiter assoziieren. Wenn es völlig egal ist, gibt es dann auch ein Schmidt- und Schneiderloch? Und ein Schöneberger-Loch? Keine richtige Frage. Ich bin beim Würfeln. Es gibt doch dieses Spiel Mäxchen oder man sagt auch Meier, wenn man 1 und 2 würfelt. Richtig. Vielleicht ist das Meierloch auf einem Würfel das die 1, weil das ja eine kleine Vertiefung hat und da ist ein schwarzes Pünktchen drin. Oh, das bist du gut. Nach. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Gucken, oh Polizei. Wie war das? Es war ein Würfel. Ja. Und dann gibt es ein. Es gibt Meier ist eine 1 und eine 2. Da gibt es ein Würfelspiel. Ja. Und das Meierloch wird entweder die 1 oder die 2 sein. Falsch. Aber ich finde dich total sympathisch, Hugo. Das wollte ich dir immer schon mal gesagt haben. Meierloch. Egal, ob mit EI, EY, AI, also AY. Aha. Dann hat es etwas mit einer Vokalisation zu tun. Es hat also etwas mit Logopädie oder mit Sprachbildung zu tun. Meierloch. Es geht darum, dass jemand das aussprechen kann oder es ist etwas in der Mundhöhle. Und es geht darum... Öckerchen, bei allem Respekt. Hey. Ja. Also wenn Sie sagen, es ist ganz egal, wie man es schreibt, geht es ja nur um die akustische, um den Klang von Meier. Nicht das heißt, unbedingt. Hat es was mit Echo zu tun? Nicht unbedingt nur um den akustischen Klang. Vorschlag. Handelt sich dabei um den Hörkanal. My Air. Entschuldigung, vielleicht eine kleine Erklärung für Bastian, der hat es nicht so mit Fremdwörtern. Ja, der kann halt Latein nicht so gut. Nein. Nicht mit der Aussprache. Es hat mit dem Klang etwas zu tun? Oder ist das... Also sind wir bei Tieren? So wie man bei Katzen miets genau, sagt, weil die auf... Genau, sagt man ja beim Nashorn immer Maya, Maya. Genau, weil Katzen stehen auf I. Man könnte auch was ganz anderes sagen, aber die stehen auf I. Deswegen sagt man immer miets, damit die kommen. Sind wir nicht bei der Flöte? Bei der Flöte. Ich habe Blockflöte gelernt, 4 Jahre. Ja, wo ist denn das Meierloch? Das ist das, was hinten ist. Was man ja mit dem Daumen ganz verdecken kann, überhaupt nicht vergessen. Oder nur halb. Das ist, glaube ich, das Meierloch. Fragen Sie mich nicht, warum, das weiß der Hohecker. Ja. Wie wäre es denn, ich bleibe hartnäckig bei der Theorie, wenn es nichts mit der Aussprache zu tun hat, dass es einfach nur eine Slang-Situation ist, also komme ich zur Bundeswehr. Mhm. Hat es was mit Militär zu tun? Ist das Meierloch einfach die Kajüte, wo Private Benjamin sich einfach eine Furzmolle, sage ich jetzt mal. Eine was? Ja, einfach so eine... Also Meierloch. Man sagte doch auch zu uns Kindern hier ab in die Klappe oder in die Falle. In die Haier, sagt man. Ja, Haier. Ja, also keine Haier ohne Meier. Ist es was beim Bund, beim Militär? Ist es ein kleines Getränk? Geben wir mal ein Meierloch. Hier kommen einen noch. Aber ist es was auf dem Schiff? Aber ich beantworte keine Fragen. Ach so. Keine Fragen werden beantwortet. Jetzt beim Kegeln vielleicht irgendwas. Ist das eine gewisse Konstellation, so wie man einen Kranz aufbauen kann, wo in der Mitte der Pin fehlt? Vielleicht ist das Meierloch. Ja, aber warum irgendwie spielt es dann keine Rolle, wie dieser Name geschrieben wird? Weil er sein Eigenname ist. Er kann es nur nicht ablesen, weil er so alt ist. Also ich werde es mal auflösen. Es ist ein Herr Meier, der ein bewegliches Loch erfunden hat. Ein Loch, was man so mitnimmt und woanders fallen lässt, dann fällt man da rein. Ich zeige es euch mal und vielleicht erkennt ihr, wo bitte das Meierloch ist. Bitte nicht, jetzt zeigt mir ein Meierloch. Ich habe solche Angst. Das ist ein Bild von Bernhard, diesmal ganz ohne Haare. Ja, wir gucken in Nordrhein-Westfalen. Moment. Was hast du denn alles? Das
das Richtige ist. Eine kleine Sekunde. Dann stellen die mal noch 400 Requisiten dahin. Das schon in Areal 170 ausgedruckt. Das ist das Meierloch. Und zwar zeigt diese Karte, wie häufig der Name Meier in Deutschland vorkommt. Ganz egal, mit welcher Schreibweise. Oh nein, ist das toll. Und wie man sieht, herrscht in der Mitte Deutschlands eine gewisse Meier-technische Lehre. Also da und ist die das Namensforscher bezeichnen das hier als Meierloch. Das geht auf einen ganz interessanten Hintergrund zurück. Der Name Meier geht auf einen mittelalterlichen Beruf zurück, den des Major bzw. Majordomus. So wurden damals die Vorsteher adliger Haushalte und die Verwalter größerer Höfe genannt. In der Mitte Deutschlands hießen diese Leute Hofmänner. Daher ist dort der Name Hoffmann zum Beispiel mehr vertreten. Und das ist das Meierloch. Gibt es das auch mit meinem Zunamen? Ja, das ist ganz Europa, das Pastewka-Loch. Auf jeden Fall schon mal Wolfgang Behling aus Wallgäu, 500 Euro für Sie. Gratulation. Und weil wir schon dabei sind, zeige ich euch noch eine Karte. Was zeigt denn die, Holger? Was würden Sie glauben? Das ist das Müllerloch. Nein. Das ist die von Sinnenpest. Nein. Das ist das sogenannte Genial-Danebenloch. Und zwar haben wir uns gedacht, 300 Mal Genial-Daneben haben wir heute. Und haben uns überlegt, aus welchen Regionen kamen eigentlich die meisten Fragen in den 300-Sendungen. Und man sieht, also Großraum Bonn zum Beispiel hier, liegt ganz gut im Rennen. Ja, ich schicke ja selber. Auch oben. Die Bodensee-Region, meine Damen und Herren, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Da könnte es ein bisschen mehr werden. Auch unsere Brüder und Schwestern in den neuen Bundesländern sind nicht so ganz vertreten. Also auch da könnte es etwas besser werden. In Mecklenburg-Vorpommern drei Leute, die das jemals Nein, nicht nur drei Leute, Quatsch. Da sind die Ballungszentren. Man sieht aber schon, dass im Meierloch zwei Fragen gestellt wurden. Drei Leute. Ja, also da könnte man aus diesen Gebieten hier unten, auch so auf Bayern und so, könnten wir ein paar mehr Fragen gebrauchen. Das wäre sehr schön, damit wir nicht so viele Löcher haben. Das ist schön. Und wenn Sie da zufällig jetzt gerade uns zuschauen und Fragen haben, dann sage ich Ihnen jetzt einfach mal die Adresse und dann schicken Sie uns die Fragen hin. Das ist Genial Daneben, 50616 Köln. Oder wenn Ihnen das zu viel ist, einfach anrufen, 01378 1120 oder noch einfacher, eine E-Mail an fragen@genialdaneben.de. Natürlich alle anderen, selbst in den genialen Ballungsgebieten, können natürlich weiteren Fragen schicken. Wir freuen uns sehr. Sie können auch herkommen, wenn Sie wollen. Nach Hürth-Kaltscheuren, eine Weltstadt mit Herz. Sandra Emmerich kommt aus Hürth und ist heute Abend hier. Das tut mir leid. Das tut uns Sandra, sehr wo leid. Sind Sie? Wo ist sie? Dort ist Sandra Emmerich. Sie haben es ja nicht weit. Sie kommen aus Hürth, wohnen wahrscheinlich um die Ecke und gehen vielleicht mit 500 Euro nach Hause. Ich würde mich sehr freuen. Und Sandra Emmerich möchte gerne wissen, Stirnpressen. Was ist das? Das wird in einem Fitnessstudio sein. Da gibt es bestimmt eine Übung für die Nackenmuskulatur, wo man einfach mit der Stirn Gewichte bewegen muss. Und dann sagt dieser durchtrainierte Fitnesskollege da so, Pastewka, 300 Stirnpressen, aber flott. Wie soll man denn, wie funktioniert denn das? Ja, das ist... Man so eine gepolsterte Wand genau, so gepolsterte, da ist so eine da Wurst. Auch das mache ich zu Hause auch immer. Ja, das machst du aber, weil du keinen Schlüssel hast und rein willst. Das Natürlich. Ist der Unterschied, aber... Eine Stirnpresse ist... Stirnpressen. Ich glaube, das ist so eine Variation in Bayern von Tauziehen, ja, wo zwei Männer sind in einem Kreis. Oder Finger, genau. Da sind zwei Männer in einem Kreis, die Stirn gegeneinander drücken. Ja. Und einer muss versuchen, den anderen mit seiner Körperkraft aus diesem Kreis rauszudrücken. So was Ähnliches wie Fingerhake. Ja. Oder Schweinsteigen. Ist das vielleicht dann aus dem Tierreich? Da gibt es doch Tiere, die sich ineinander verhaken und gegenseitig versuchen, in die gegnerischen Ozeane zu schieben. Ja. Und das was machen die? Die schieben sich in die gegnerischen... Ich wiederhole das Wort nicht, weil deswegen hast du nachgefragt. Wie heißt das? Stirnpressen? Stirnpressen. Vielleicht bei der Schwangerschaft. Oh. Wenn man allmählich so Richtung Wehen... So eine sogenannte Stirngeburt. Natürlich, das ist eine Stirngeburt. Wo kommt das Kind denn da raus? Na, Herr Walder. Ja, das kommt Stirn, aus Stirn so pressen, dass es dann... Das kommt aus dem Mund und Zwillinge aus der Nase. Das ist lustig. Vielleicht ist das ja etwas ganz anderes. Vielleicht ist die Stirn ja nicht die Stirn, die wir jetzt assoziieren mit unseren Köpfen, sondern irgendwie eine bestimmte Traube oder so. Das ist was mit Pressen zu tun hat, wo dann nach etwas eine Flüssigkeit rauskommt. Es kann auch die Kopfseite, man sagt ja auch die Stirnseite. So, sehr gut. Dann sind wir in der Schiffsfahrt. Richtig. Oh, Schiffsfahrt, gut. Und dort, was passiert da? Ja, Stirnpressen. Ja, das ist nicht mehr unser Problem. Ja, zum Beispiel Eisbrecher, wenn ein Schiff sich festgefahren hat in Eisschollen, dann kommt das Eisbrecherschiff und mit der Stirnseite presst es dann das andere Schiff aus dem zugefrorenen Eis. Dann würde der Eisbrecher aber Stirnpresse heißen.
Ja, das kann ja sein. Wir wissen es nur. Sind wir in der ayurvedischen Medizin? In der wem? In der ayurvedischen Medizin, wo einem ja permanent Öl über den Kopf geschüttet wird. Ist wahr. Gern auch mal warm. Und danach werden einem wahrscheinlich irgendwie fußgeklöppelte Bambusröllchen aufgepresst sozusagen hinterher, damit sich das schön in die Stirn einarbeitet. Und das sind dann die sogenannten, der Kuss der Sonne, aber auch genannt übersetzt eben Stirnpresse. Der Kuss der Sonne? Ja. Bambusröllchen. Diese ganze Generation Botox, die jetzt anwächst. Anwächst. Die jetzt anwächst. Ja, natürlich. Wortspiel, Scheibenwischer, Kinder, war ich lange. Ja. So, und diese, so, also wenn man, das heißt, ein bisschen Botox, damit die Falten aus der Stirn rausgehen oder sowas. Und das muss gepresst werden. Ab jetzt müssen Sie nur noch nachlesen. Wer muss gepresst werden? Das Botox aus der Spritze in die Stirn. Damit man so aussieht, damit es natürlich aussieht, damit man keine Falten mehr hat. Hallo. Ich finde Stirnpresse. Ich finde Stirn. Findet ihr nicht, dass sich Stirnpresser dramatisch nach einem Fisch anhört? Ja. Es ist ein Stirnpressen. Der Stirnpresser. Ah, Stirnpressen. Ach, die Frage ist, was ist Stirnpressen? Das habe ich von Anfang an gefragt. Das heißt, es ist ein Tu-Wort von vornherein. Es geht um einen Vorgang, weil es geht nicht um die Plural von Presse. Es ist ein Verb. Schreiben Sie es zu Hause aus, vielleicht ganz interessant. Es gibt was? Stirnpressen und Stirnpressen. Ich glaube, wir sind in der Druckerei. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man Bücher oder Zeitungen druckt. Ja. Sehr gut. So. Wir haben vier Leute, die jetzt zwei Vorschläge machen können. Hier kommt der erste. Ja, die eine Presse druckt die Stirnseite der Zeitung. Den Titel. Die ersten, ja, die vorne und hinten. Weiter. Und die anderen pressen den Mittelteil der Zeitung. Ach, deswegen sagen die Journalisten auch immer, für die Überschrift war ich nicht zuständig. Stirnpressen ist, wenn man das, was unverändert in einer Zeitung ist, pressen. Nein. Nur das Impressum. Das Impressum. Die Titelseite drucken. Nein. Nur die rechte Seite. Quatsch. Nur also nochmal, die Frage ist, was ist oder was sind Stirn? Was ist Stirnpressen? Das ist nur das Pressen. Stirnpresse. Stirnpressen. Mein Gott, wie oft soll ich das denn jetzt noch sagen? Jetzt habe ich das N nicht mehr, akustisch nicht mehr ist gehört. Ist vielleicht Stirnpressen. Wir müssen das Wort verstehen, wir müssen es dann zusammensetzen. Also wir sind in einer Druckerei. Nein, wir sind bei einer Zeitung. Druckerei sind wir nicht. Aber wir sind beim Druck, beim Setzen. Wir sind erstmal beim Buchstabensetzen, beim Setzer. Nein. Sind wir in einem... Nochmal. Es kann ja sein, dass es verschiedene Drucktechniken gibt. Die eine, dass man zum Beispiel ein Blatt Papier, was senkrecht steht, von beiden Seiten bedruckt. Und es gibt welche, die nur von oben bedruckt werden. Das wäre doch dann das Stirnpressen. Nicht von oben. Von unten. Nein. Nur von einer Seite. Von vorne. Von der Seite sind ganz kleine Buchstaben. Nein, nur, genau, der obere Teil, nur der obere Teil eines Blattes. Gebe euch mal einen kleinen Tipp, ja? Also. Guido hat ganz am Anfang gesagt, Fitnessstudio. Da würde ich mal bleiben. Oh, du bist so ein Arsch. Das ist echt so eklig. Ja, weißt du. Aber mach ich da mal weiter ganz kurz. Ich habe von Fitnessstudio keine Ahnung. Das wird eine Übung sein, um die, ich glaube immer noch die Nackenmuskulatur zu stärken. Die Stirnmuskulatur. Wo liegt die Stirnmuskulatur? Die liegt unter den Botox. Ich glaube, dass man auf dem Rücken liegt und dann einfach irgendein Gewicht nach oben drücken muss mit dem Kopf. Und weil das auf der Stirn aufliegt, nennt man das Stirnpressen. Mit dem Kopf. Ist das nicht so, dass man bei der Butterfly-Maschine eh so mit der Stirn an so einem Pümpel ist, damit man eben die Bewegung auch richtig macht? Wo ist man mit der Stirn? An so einem Stoff. Beim Butterfly. An so einem, wie so eine Bettwurst, so eine Nackt. Könnte im Auto eine Kopfstütze sein, hat man aber vor der Stirn, damit man das Rückgrat nicht falsch belastet und ist dann an dieser Butterfly-Maschine. Also ich würde mal auf dem Rücken liegen bleiben. Das ist es vielleicht beim Stemmen eines Gewichtes? Da gibt es, also man drückt ein Gewicht nach oben, da gibt es Halsdrücken, Nasendrücken, Stirndrücken, gar nicht drücken. Und das Stirndrücken ist dann, wenn halt die Stange genau hier ist. Das ist etwas Anstrengend, weil man immer so ein bisschen nach vorne muss. Ah, das ist richtig. Und welche Muskeln trainiert man? Die Brustmuskulatur, die Beuger. Die Haarwurzel. Man trainiert die, ansonsten ist es richtig. Richtig? Ja. Also normalerweise macht man ja diese Hantel so nach oben und die landet dann hier oben auf dem Brustkorb. Man kann es aber auch so machen, dass die Hantel auf der Stirn landet und dann trainiert man den Trizeps hier. Der Trizeps hier, oder? Trizeps hier. Ja, da gibt es auch. Hier.
So, das ist es. Ja, Sandra, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte Ihnen liebend gerne 500 Euro gegönnt, aber es hat nicht sollen sein. Gut, dann gehen wir mal zu Christoph Müller. Er wohnt in Romanshorn, das liegt in der Schweiz. Und Christoph Müller möchte Folgendes wissen. Warum wurden im Mai 2005 auf dem Friedhof in Kreuzlingen drei Schweine in Särgen beerdigt? Weil die die Pest hatten, und zwar die Schweinepest, und es durfte nicht nach außen dringen. Im Mai 2005, kleine Information, vielleicht hilft es euch, Kreuzlingen liegt am Bodensee auf der Schweizer Seite. Auf dem regulären Friedhof der Gemeinde wurden im Mai 2005 drei tote Schweine in Särge gelegt und in einer gemeinsamen Grabkammer beerdigt. Warum? Es handelt sich dabei um ein Experiment, was die Verwesung von Körpern angeht. Diese drei Schweine symbolisieren menschliche Körper. Sie wurden in einem Grab niedergelegt, um sich später nach einer Wiedereröffnung zu sehen, wie weit sind sie vergoren, wie weit sind sie auferstanden und... Kann man sie noch als Döner nach Berlin verkaufen? Also wenn das wirklich so gewesen sein sollte, wie Sie sagen, warum wollte man denn das feststellen? Wir haben ein Hochwasserproblem im Bodensee, weil mit der zunehmenden Erderwärmung und der Gletscherschmelze, vor allen Dingen im südlichen badischen Raum, da können jetzt auch die Eisbären über Niederürlingen von Koblenz direkt... Darf ich mal eine Frage stellen? Nein, Alpenbereich einwandern. Wie werden denn Schweine sonst beerdigt? Gar nicht. Gar nicht, die werden gegessen. Komm auf den Grill, natürlich. Ja. Das ist so. Aber wir müssen drüber reden. Du weißt das gar nicht. Du hast doch ein Schwein gespielt. Also ich möchte trotzdem noch bei dem Thema bleiben. Wenn das wirklich so gewesen sein sollte, dass man feststellen wollte, wie denn der Verwesungszustand der Schweine war, warum? Was war von der Kriminalpolizei? Nein, es war auf dem Friedhof. Es war von der Friedhofsding, weil die wollen wissen, wann können sie das Grab wieder weiter vermieten. Nein, das wollten die nicht wissen. Die wollten wissen, ob die Schweinstoffe noch lange in den Boden die abgeben. Die Schweinstoffe. Leben, gute Besserung, Herr Walter. Nee, sagen Sie mal, also das Thema interessiert mich jetzt doch sehr. Ja. Also, es ist alles falsch wahrscheinlich. Ist wieder Nein. Also es geht um ein Experiment, also es geht um eine Art... Ja. Ein Test. Geht es um den Geruch? Es haben sich ein Anwohner beschwert, die nicht in der Erde, sondern in Gruften oder in Räumen beerdigten Mitbewohner würden sich auch nach ihrem Ableben noch zu Nase melden. Zur Nase melden. Ja, zu Wort geht nicht, die sind tot. Aber die können. So, die würden sich noch bemerkbar machen. Und jetzt wollte man konkret an diesem Falle testen, ob Gerüche von dieser Grabkammer aus. Lass die Haare an, ja. Das hilft. Also oder geht es um andere Tiere? Vielleicht noch eine kleine Information. Es handelte sich wirklich auch bei den Schweinen um Grabkammern aus Beton mit Betondeckel. Wie man das von Familiengrabkammern vielleicht wollte man wissen, ob Leute reingehen. Wie viele Leute da reinpassen. Es sind drei Schweine, so eine normale Familie, drei. Ja. Mutter, Vater, Kind. Und dann wird eben geguckt, wie lange dauert das, bis diese drei Schweine sich so zerkleinert haben, zermürbt wurden durch Würmchen, bis man die nächste Generation in diese Familiengruft oben drauflegen kann. Nee, es war ein Experiment. Es geht um den Verwesungszustand. Das ist richtig. Aber ich würde gerne wissen, warum. CSI Romanshorn, nehme ich an. Es wird ein Schwein in ein Grab reingelassen, es sind drei kleine Gräber und dann werden die so getauscht. Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Da muss man das aufmachen und weil das mit Hütchen immer so schweineschnell geht und man das halt nicht nachvollziehen kann, dann nehmen wir was Schweres, zum Beispiel Särge. Und die Schweizer, ich habe den Überblick verloren. Genau, das ist der erste, sagst du schon, ich bin völlig raus, Kinder, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Es geht schon um den Verwesungszustand der Schweine und nicht etwa um eine Geruchsentwicklung. Wenn es zum Beispiel da wilde Hunde gibt, die da die Gräber schon angebuddelt haben, dass sie irgendwas experimentieren. Also vielleicht geht es darum, die Zusätze, die man in diese Särge getan hat. Man hat einmal zum Beispiel irgendwie einen besonderen Stoff dazu getan und noch einen, weil man testen wollte, wie schnell bzw. langsam verwesen die. Also und man hat etwas... unterschiedliche Zusätze. Man wollte vergleichen, was geht am schnellsten. Anstaltet, ja. Manche hatten Löcher, manche hatten Herzchen als Löcher und manche hatten Rillen. Pass auf, denkt noch ein bisschen nach, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich.
Warum wurden im Mai 2005 auf dem Friedhof in Kreuzlingen drei Schweine in Särgen beerdigt? Wir sind schon so weit, dass wir sagen können, es war ein Experiment. Das haben wir alles schon gehört. Das war bearbeitetes Holz. Und man wollte wissen, inwiefern sich die Art des Holzes die der Art Särge... Des Holzes. Ja, genau. Es geht also um einen Schweinetest, es geht um einen Särgetest. Wie richtig. Gut hält eigentlich der Sarg? Kunststoffsarg, Holzsarg, Zinksarg. Nein, darum geht's nicht. Gut. Man hat die Schweine hinterher befragt, getrennt voneinander. Das Allensbach-Institut. Das endet, ja. Endet. Genau. Ja, ja. Hallo? Also ich werde es euch mal sagen. Ich muss schon die genaue Antwort haben. Hat es also mit dem Einfallen des Grabes zu tun? Mit dem Nein. Zusammenbrechen? Nein. Also es gibt ein großes Problem, auch auf unseren Friedhöfen. Die Böden sind, wie es wirklich im Amtsdeutsch heißt, verwesungsmüde. Verwesungsmüde. Heißt es. Die Holzsärge brauchen immer länger, bis sie in den sauerstoffarmen Böden zersetzt werden. Und entsprechend spät beginnt natürlich dann der Verwesungsprozess. Was tun? In der Schweiz experimentiert man seit 2005 mit einem speziellen Pilz, der außen auf die Särge aufgebracht wird und um das Sargholz mit Fressbakterien infiziert, um möglichst echte Bedingungen zu simulieren. Auch im Inneren des Sarges wurden 2005 drei Schweine in Holzsärgen beerdigt. Die Särge wurden mit den Pilzen präpariert und in Grabkammern aus Beton beigesetzt. So braucht man jetzt nur noch später die Grabplatte beiseite zu schieben, um zu kontrollieren, wie schnell der Pilz den Sarg und auch die Schweine zersetzt hat. Ein sehr großes Experiment. Das Verfahren erwies sich als sehr erfolgreich und wurde inzwischen zum Patent angemeldet. Also ich finde das sehr schön, dass das euch das... Hier ruht die Sau? Ja. Anscheinend. Christoph Müller aus Robert zu uns, 500 Euro. Wahrscheinlich steht nicht drauf, Schwein gehabt. Ja. Hätte euch auch einfallen können. Edo-Ferkel. Wo ist eine Kiste? So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde gerne noch zwei Fragen durchbekommen. Deswegen ganz schnell zur vorletzten. Alexander Kunow aus Lohr am Main in Bayern möchte wissen, was versteht man unter Komfortrauschen? Das ist... Das Komfortrauschen, das hat was mit den Blätterwäldern zu tun. Weil die Wälder rauschen ja. Es rauschen die Wälder. Die Wälder, die rauschen. Komfortrauschen heißt also, die Laubbäume werden so gesät, angepflanzt, dass die Baumwipfel komfortabel bei Wind ein und auch für die Wanderer komfortabel rauschen und sich nicht zum Beispiel verhaken. Ganz richtig. Ja, ich bin gerade ein Blätterwald. Bei Ihnen fällt mir nur ein, es klappert die Mühle am Haus. Ich hätte da eine Idee. Pass auf. Es gibt eine Sache, die viele Menschen unter Stress bekommen, einen sogenannten Hörsturz. Es gibt einen Tinnitus. Wenn du auf beiden Seiten Tinnitus hast, hast du einen Stereotinnitus, also ein Komfortrauschen. Es gibt auch noch einen Dolby Surround Rauschen. Oh. Das bin heißt ich sehr gut. Das heißt Tinnitus. Blähungen. Nein, ich glaube, dass eben dieses Komfortrauschen eben nicht das Geräusch ist, sondern das, was gegen dieses Geräusch unternommen wird. Das bedeutet, du musst ja ein Gegengeräusch schaffen, damit du den Tinnitus nicht mehr hörst. Und dafür wird dir ein Komfortrauschen eingespielt, das lauter als der Tinnitus, aber dennoch sehr angenehm, vielleicht verursacht durch den ideal bepflanzten Baumbestand. Sind wir also beides im Sinne in der Medizin? Nein. Komfortrauschen kannst du auf CD kaufen, das steht neben Gesang der Buckelwale. Die das Testbild von damals vermissen. Weil erst gab es das Testbild und dann gab es das kannst du und die Menschen, die ohne nicht mehr schlafen können, die können diese CD käuflich erwerben. Ich werde es euch mal sagen. Okay, das stimmt. Wie weit sind wir denn weg? Sehr weit? Ja. Danke. Also. Es gab mal einen Kinofilm, der hieß, wo der Wildbach durch das Höschen rauscht. Ist das so? Ja, und wenn der jetzt... Das war ein Soft-Erotik-Film der späten 60er Jahre. Und wenn die jetzt eine Deluxe-DVD-Edition davon rausgeht, ist das Komfortrauschen. Also ich sag's euch mal. Das ist eine kaputte Bock. Es rauscht. Komfort. Ganz, ich meine, für die Friese, die du hast, so, war das echt also nicht Also ihr Lieben, ich möchte anschließend noch eine Frage machen. Deswegen sage ich euch jetzt, was Komfortrauschen ist. Es ist ganz eigenartig. Ich finde es sehr lustig, aber es gibt's wirklich. Wenn man normal telefoniert, über Handy oder normale Telefonleitung, gibt es ein Rauschen. Das ist ganz normal. Wenn man allerdings über das Internet telefoniert, digital, ist
absolute Ruhe. Und das hat dazu geführt, dass die Leute laufend gesagt haben, hallo, bist du noch da? Also man vermisst das Rauschen. Deswegen spielen die einem ein Rauschen ein. Wie cool ist das denn? Damit man das gleiche Gefühl hat, man telefoniert mit einem Telefon, weil man sonst, es ist so still, dass man laufend sagt, hallo. Man ist das Rauschen so, das ist das Komfortrauschen. Das gibt's. Alexander Kuro, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr schön. Die Internet sehr gut. Nina Reeshöft wohnt in Bremen und möchte wissen, was ist die sogenannte Othello-Masse? Oh, jetzt müsste man Othello ist dunkel, also eine dunkle Masse, das wird wieso was sein für... Othello dunkel? Ach so, Schatz, das ja, ja, ist klar. Danke, ich werde für Mousse au Chocolat. Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Oh, dann ist es tatsächlich Theaterschminke vielleicht oder sowas, so ein spezieller Ausdruck oder eine Verballhornung von sowas. Eine Masse, die wird nicht draufgetragen, sondern der Typ wird reingetunkt. Ja. Damit Othello, das ist ja ein Eifersuchtsphänomen. Vielleicht ist das also ein Begriff aus der Medizin, wie zum Beispiel ein Gallenstein oder so. Wenn Menschen so extrem chronisch eifersüchtig sind, dann geht denen die Galle hoch. Das heißt, wir sind in der Medizin. Wir sind nicht in der Medizin. Wir sind in der Psychologie. Ich würde mal Mousse au Chocolat... Ja, und da möchte ich noch was weglassen. Aber bei auf den Schokokuss zurückkommen, der ja früher Negerkuss hieß. Und na, jetzt eben afroamerikanischer Schaum, Othello-Massenkuss sozusagen, mit Immigrationshintergrund. Ein Negerkuss, der heißt zum Beispiel in Österreich, sagt man die Schwedenbombe. Ja. Das ist kein Blödsinn. Und das heißt ja jetzt irgendwie anders. Wie sagt man jetzt? Schwedengranate. Wie groß ist der denn ungefähr? So. Riesig. Mhm. Also der andere ist ein bisschen kleiner. Der kleine Negerkuss ist die Othello-Masse. Mhm. Ich habe eine Theorie, weil wir haben doch die 300. Und der alte Mann hat doch nur so hysterisch darauf bestanden, dass noch zwei Fragen gemacht werden sollen, damit die letzte Frage jetzt hat was mit Pyromanie zu tun. Natürlich. Das heißt, sie machen jetzt ein kleines Feuerwerk. Ja. Und die Asche, die übrig bleibt, nennt der Feuerwehrmann Othello-Masse. Es gibt was zu essen oder zu trinken. 100%. Es ist nicht der Negerkuss, heißt er ja heute nicht mehr. Er heißt ja heute anders. Das ist aber so ein kleines Pralinchen vielleicht. Wie heißt denn das, was etwas größer ist als Negerkuss und was man heute fast Windbeutel nicht mehr bekommt? Vulkan! Das ist riesengroß! Schwarz! Und bekommt man fast nicht mehr heute. Das ist heute man bekommt nicht es nicht mehr so häufig. Pickel! Es kommt auf die Hormone mal, was an. Was ist denn größer? Also es geht um eine Süßigkeit. Da sind wir uns ja wohl schon mal einig. Was ist denn also ich vermisse eigentlich nur Püppchenketten. Oh, oder Mr. Ed oder Mr. Schleck oder wie diese ganzen also schönen heute Sachen sagt man ja nicht, jemand sagt ja Schokokuss heißt das ja, ja heute offiziell. Ein großer Schokokuss. Wo wir alle sagen, Mann bin ich satt, Mann. Oder Mann sind die ja. Welt heißt ja, ja. Ja, ja, ja. Aber die meine ich nicht. Doch, Riesenfrau Lange. Nein, noch größer. Es gibt wieder Reiter. Komm zurück. Dampfnudeln, gern knödeln. Genau, denkt doch mal nach, ihr kennt's alle. Ihr also habt doch alle schon gegessen. Es ist größer als ein Schokokuss. Ja, aber was gibt's denn heute? Marshmallows über dem Grill. Wie heißen die denn? Schokobomben. Wie heißt es? Lass uns nochmal gerade zusammen. Softeis. Es gibt, das muss doch irgendwas sein, was so mit Schokolade irgendwas sein. Das gibt's doch alles noch. Was gibt's denn nicht mehr, was größer ist als ein Negerkuss? Es gibt's noch, aber nicht mehr so häufig. Profiterol. Es gibt bei Aldi diese Schokolade, die oben weiß und unten schwarz ist. Ich mag nur den weißen Teil, deshalb schneide ich die längs durch. Und deshalb würde ich, vielleicht gibt's hier jetzt wieder eine ursprüngliche Form. Nein, jetzt ist ein großer Schokokuss. Wir wissen nur nicht, wie er heißt. So einfach ist die Welt. So, weiß das hier jemand? Ja, ist klar. Ja, Herr Balder, das ist ein Generationenproblem, was ich hier gerade habe. Mozartkugeln? Nee, die sehen, das ist kleiner, was Großes. Ja, aber wenn man die. Denk wenn doch man, mal, wenn man Schnauze. Othello, was ist der? Sag mal. Das ist ein großer Schokokuss. Wer weiß, wie er heißt? Das ist natürlich überhaupt nichts, was wir hier haben. Mohrenkopf. Ja, wir sagen doch die ganze Zeit Negerkuss. Das war zwar vorgesagt, aber ich höre trotzdem noch mal zu. Mohrenkopf. Kennt ihr das nicht? Doch, natürlich. Doch. Mohrenkopf aber ist doch ein Negerkuss. Davon reden wir doch seit 10 Minuten. Stopp. Moment, Frau von Sinn, jetzt mal nicht aufreden. Ja. Negerkuss oder Schokokuss ist das Kleine. Ich habe eben gesagt, die Dickmanns. Meine Damen und Herren, das wird spannend. Mohrenkopf ist etwas ganz anderes. Nee. Mit einer ganz anderen Füllung, nämlich einer Puddingfüllung. Und keinen weißen Schnee. Das wusste ich nicht. Und das, diese Glasur, die oben drüber ist, wenn man Eigelb, Zuckerstärke und viel Eisschnee vermengt, dann kriegt man eine Biskuitmasse. Und die überzieht man mit einer Schokoglasur. Hast du das schon einmal selber gemacht? Und als Kind habe ich gegessen. Immer die Pfeifenmännchen da drauf. Schornsteinfeger und Clown. Ja, hat meine Oma auf Köln mitgebracht. Das, was oben auf dem Mohrenkopf drauf ist, das nennt man Othello-Masse.
Karte. Nina Hesse, 500 Euro für Sie. Das kriegen Sie, Sie haben es nicht rausgekriegt. So, damit jetzt alle mal wissen, wie so ein Ding aussieht, haben wir hier ein paar vorbereitet. Und zwar, wie ich finde, eine sehr schöne Geste von mir. Nicht nur für euch, sondern für alle. Wir nehmen jetzt diese Tabletts und gehen damit ins Publikum und werden diese Mogelköpfe. Oh, bist du ein Schleimer? Verteilen. Ich sage, das war's. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.